Die wohl längste Nikolaus-Überraschung des Tages rollte am Freitag in weißer Folie verpackt durch Halle. Per Tieflader wurde die erste Niederflurbahn des Typs Tina angeliefert. Insgesamt eine wunderbare Sache, ist ein wichtiger Beitrag für quasi klimagerechte Mobilität hier in Halle. Die HAVAG und die Straßenbahnen sind eben bei uns nicht wegzudenken, auch aufgrund der großen Historie. TINA steht für total integrierter Niederflurantrieb. Die Bahnen sollen Fahrgästen künftig ein völlig neues Fahrgefühl bieten. Diese Straßenbahnen, die heute hier übergeben werden oder den Anfang machen, sollen und werden die nächsten rund 30 Jahre das Stadtbild hier in Halle prägen. Nach Angaben der HAVAG fahren die neuen Fahrzeuge klimafreundlicher und sind zudem 100% barrierefrei. Wenn Sie mit dem Auto durch Halle fahren wollen, tun Sie dies. Aber es gibt eben auch die Alternative mit dem ÖPNV und diese Alternative soll wirklich komfortabel und gut sein. Insgesamt sollen im kommenden Jahr 56 dieser hochmodernen Straßenbahnen geliefert werden, Kosten rund 168 Millionen Euro. Sie ersetzen die 30 Jahre alten Niederflurbahnen vom Typ MGT6D. Die erste neue soll nun zunächst intensiv getestet werden und dann ab Sommer 2025 durch Halle rollen.